Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi. Und da machen wir heute Türchen Nummer 18 auf. 19, 21, 23, 4. Ich sehe kein Türchen. 18 gibt es nicht. Ist schon auf. Da ist drin ein Taster. Gut, gucken wir mal, was wir damit tun sollen. Tag 18. Heute im Adventskalender ein Taster. Das Anschlussschema der 7-Segment-Anzeige ist das gleiche wie in den vorigen Tagen. Das Thema heißt Stoppuhr. Das Experiment des 18. Tages ist eine Stoppuhr mit drei Tasten. Die erste Taste startet die Stoppuhr, die zweite stoppt die Zehntelsekunde genau und die dritte setzt die gemessene Zeit wieder auf 0 zurück. Was ist der Unix Timestamp? Der Unix Timestamp, auch als Unix Epoche bezeichnet, ist ein allgemein in Unix und Linux verwendetes Zeitformat, das die Anzahl von Sekunden angibt, die seit dem 01.01.1970 0 Uhr UTC vergangen sind. Gut, ich wäre jetzt geneigt, die rauszuziehen. Den Taster. So, hier neu zu setzen. Dann brauchen wir einmal die 3,3 Volt. Die nehmen wir hier oben ab. Und die gehen wieder hier auf diese Schiene, die versorgen also nur hier über diese Brücken diese Taster. Vier leere Pinöpel. Eins, zwei, drei, vier. Und der ist dann und der geht hier hinten auf den Taster. So, direkt daneben der nächste. Und der geht hier auf diesen Taster. Nein, hier sitzt die eine Brücke. Ob das nun Not tut? Naja. Und theoretisch haben sie die Taste im Vergleich zum letzten Mal auch einen nach rechts versetzt. Ach ja, dazu habe ich mich immer wieder geäußert. Ja, da merkt man dann dran, die erfinden das Rad nicht neu. Hat mich ja schon gewundert, dass sie überhaupt das Zugeständnis machen bei Konrad, dass die 7-Segment-Anzeige den ganzen Kalender durch gleich bleiben wird. So, und der versorgt den hier. Jetzt brauchen wir noch eine Massebrücke. Hier Masse nicht, sondern so, und da nehmen wir hier so ein Kabel. Da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Ich habe jetzt bei Ubuntu Lars, YouTuber Lars, gesehen, der findet die überhaupt nicht gut. Ja, das ist jedem so belassen, wie er es mag. Ne? Der eine arbeitet lieber mit diesem Draht, den ich so überhaupt nicht mag. Und es gibt momentan auch drei Jungs. Sehr sehenswertes Video. Ich lege sie euch mal unten rein. So, die arbeiten allerdings mit dem Arduino, ähnlich wie unser Lars. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die kann man wunderbar diskutieren und jeder hat da so seine Meinung. Und ja, meine Meinung habe ich immer wieder kundgetan. Ich mag dieses ganze Drahtgedöns nicht so sehr. So, Python starten. Tag 18. Okay, ran. So, mit einem Taster starten wir. Nee.
Also ich muss wirklich Start, Stopp, 0. Start und dann also jetzt irgendwie eine Zwischenzeit. Nee, kann man wirklich bloß in dieser Reihenfolge machen? Okay. Sensationell, das Programm Tag 18 läuft. Hier geht es nochmal um die Pull-Down-Widerstände. Das hatte ich auch schon mal irgendwo erwähnt, dass die GPIOs eigentlich, oder die GPOs, wie ich immer sage, auch schon Widerstände drin haben, die man softwareseitig ein- und abschalten kann. Aber dafür mache ich das ehrlich gesagt zu selten. Ja, so, das soll Tag 18 gewesen sein. Dann kommt jetzt Tag 19. Sensorkontakt aus Knete. Oh nein. Bitte nicht. Na. Wie gesagt, ich lege euch nochmal von drei aufstrebenden, angehenden Ingenieuren, was ich wirklich interessant finde, die Videos, den Link unten zu rein zum Arduino-Projekt aus dem letzten Jahr, allerdings was sie dieses Jahr bauen. In diesem Sinne, bis Tag 18. Tschüss.